So, moin, ich bin der Tex, ich bin der Backliner hier auf der Teddy Tour. Bin auch hauptberuflich Backliner bzw. Drumtech und ihr befindet euch hier an meinem Arbeitsplatz. Hier seht ihr schon meinen kleinen Schnubbi, meinen Lütten. Ich würde mal vorschlagen, bevor ich euch das hier alles zeige, wir machen mal, dass ihr mal wisst, was ein Backliner macht. Wir machen mal kurz einen Schwenk, gehen mal auf die Bühne, ich zeige euch mal so ein paar Positionen, die wir hier bauen und dann sehen wir uns später hier am Platz wieder. Kommt mal mit. Das Besondere hier auf der Tour ist, dass wir mit Teddy ja einen Comedian haben. Viele von euch kennen wahrscheinlich Teddy schon aus diversen YouTube-Formaten oder jetzt auch Amazon, LOL und. Jetzt denkt man sich, warum Comedian irgendwie mit Band und allem drum und dran? Für was braucht man hier einen Backliner? Teddy ist ein großer Entertainer, der auch immer sehr viel Live-Musik mitbringt und dementsprechend haben wir hier ein paar Positionen. Zeige ich euch gleich mal im Einzelnen. Hier geht's schon mal los. Wir haben hier für eine Show-Einlage ein mobiles Keyboard, das ist auf Rollen. Das habe ich von der Firma König und Meyer auf Rollen bauen lassen. Vielen Dank an den lieben Olli Hopp. Genau, hier gibt es die letzte Korg Music Workstation. Die haben wir hier dabei auf der Tour. Einige Einstellungen hier zu machen für die Show, die sind voreingestellt. Das sind sogenannte Presets. Und das wird dann quasi vorne auf die Bühne gerollt und der Keyboarder kommt dann mit nach vorne. Tex hat auch eine kleine Show-Einlage, aber das ist jetzt erstmal zweitrangig. Und dann spielen wir hier mit diesem Keyboard. Dann gehen wir mal auf die Hauptbühne. Gibt hier eine schöne Showtreppe, wo die Künstler auf und ab gehen können, von hinten. So, wir sind jetzt hier am Hauptarbeitsplatz von dem Keyboarder. Der ist Lilo Scrimali, Musical Director. Viele kennen ihn vielleicht von den Fantastischen Vier und diversen anderen Fernsehformaten wie Voice of Germany. Lilo spielt heute hier einfach nur mit zwei Keyboards. Mehr gibt es hier nämlich und ab und zu brauchen wir ein paar Playbacks. Das ist heute im Live-Geschäft so beim Pop und dafür ist dieser Rechner hier. Jetzt wird hier ein bisschen Musik gespielt. Wir haben nämlich gleich Soundcheck und die PA wird noch eingestellt, also die Tonanlage. Kleines Talkback-Mikrofon, hier gibt es noch ein bisschen Spielzeug und ansonsten ist hier eigentlich gar nicht so viel. Hier kommt später der Bassist hin, der kann ja auch singen, hat hier ein Mikrofon. Bass ist noch nicht da, die bringt er heute selber mal mit, weil wir haben heute einen Ersatzbassisten, den lieben Pauker. Hier stehe ich gerade auf einer Rüttelplatte, sie überträgt Vibrationen direkt in den Musiker rein quasi. Er fühlt dann richtig den Bass, weil wir hier eine leise Bühne brauchen für Headset und allem drum und dran, was Teddy vorne leise haben will. Wir können hier leider keinen großen Gitarren- oder Bassverstärker hinstellen, deswegen haben wir hier so eine Rüttelplatte, dass wir ein bisschen haptisches Feedback haben. Gehen wir mal rüber, hier ist die Gitarrenfraktion, großes Pedalboard für den Gitarristen. Der liebe Ferdi Kirner, auch bekannt aus Voice of Germany, spielt hier Gitarre, der bringt auch später seine Gitarre noch mit, deswegen ist die noch nicht da. Aber das da hier findet alles statt. Sein Gitarrenverstärker steht hinter der Bühne, wird mit dem langen Kabel hinten verlinkt und dann ist das auch spielfertig. So, und dann kommen wir zu meinem eigentlichen Hauptberuf. Hier sind wir am Schlagzeug vom Noah Fürbringer. Genau, Noah spielt ein bisschen Elektronik, ein bisschen akustisches Schlagzeug. Das heißt, er hat ein Hybrid-Schlagzeug, das ist eine Mischung zwischen Elektronik und Akustik. Schöne Trommeln von der Firma DW aus Amerika. Der Vertrieb ist die Geber. Vielen Dank an Nico Nevermann für dieses wunderschöne Schlagzeug. Relativ kleines Setup, aber wir brauchen hier eigentlich auch nicht viel. Wir brauchen hier ein bisschen Unterstützung. Das ist eine schöne kleine Popband. Talkback-Mikrofon hier auch an jedem Platz, dass die Musiker mit dem Monitormann reden können. Und im Endeffekt war das die Bühne. Und meine Aufgabe ist im Endeffekt, den ganzen Scheiß immer in der Früh aufzubauen, am Abend wieder abzureißen und während der Show natürlich dann auch zu betreuen, falls was ist, falls was kaputt geht, immer zur Seite stehen. Das ist auch so, das ist auch so. Was?
Ja, hallo, ich bin der Martin. Wir sind hier auf der Tetti Tour 2022 bei unserem vorletzten Termin in Offenburg. Ich bin auf der Tour Video Operator, das heißt, ich steuere vor der Show, während der Show alles, was mit Video zu tun hat, das heißt unsere LED-Wände, dann die Projektion in der ersten Showhälfte auf dem Kabuki. Das kommt alles hier aus dem Pult. Dann haben wir dazu noch einen Kameramann, der hat eine handgeführte Kamera mit einer Funkstrecke dabei. Ich verwalte quasi auch sein Kamerabild. Der filmt quasi während der Show, wenn kompletten Ablauf, den Künstler. Ja, und mein Job prinzipiell ist, das alles irgendwie zusammenzufassen und für die Leute sichtbar zu machen, entweder eben auf dem Kabuki, auf der LED-Wand. Dazu sitzen wir hier gerade am FOH. Das ist quasi auch Front of House genannt, der Platz, wo immer die Pulte stehen, wo immer die Leute sitzen, die die Show und den Ablauf der Show technisch betreuen, zumindest das Visuelle und das Tonliche. Ja, nochmal so ganz kurz zu dem ganzen Technischen, was hier um mich rumsteht. Meine Steuerkonsole ist eine Roadhog 4. Die habe ich mir ganz klassisch so angelegt, dass ich Seiten habe, wo ich verschiedene Felder mit verschiedenen Sachen drauf habe, was hier während der Show passiert, für die erste Hälfte, für die zweite Hälfte, für die einzelnen Songs, die Teddy während der Show so spielt. Hier neben mir seht ihr quasi das Herz meiner Steuerung für alles. Mit dem Laptop habe ich quasi die ganzen Umschaltungen zwischen Main- und Backup-Medienserver von Archaos. Hier liegt die Steuerung für den Projektor drauf, die Umschaltung für die verschiedenen Kameras, wenn wir mal noch eine zweite Kamera dabei haben. Dafür habe ich hier in dem Rack, was ihr unten drunter seht, die zwei Medienserver inklusive der Funkstrecke für unsere handgeführte Kamera und so ein bisschen Umschaltperipherie, um die ganzen Signale von A nach B zu bekommen. Genau, und hier noch ein Stück weiter rechts seht ihr quasi die Arbeitsoberfläche von meinem Medienserver, wo alle Clips inklusive dem Live-Kamerabild ankommen, und die Oberfläche steuere ich quasi mit der Hock. Und das war auch quasi schon das große Geheimnis um das Video bei dieser Tour. Dann sind wir an der Stelle eigentlich einmal rundrum, was ich so habe. Ich mache den Job, weil das aus meiner Sicht der vielfältigste Job ist, den man machen kann. Ich treffe jeden Tag neue Leute. Ich bin fast jeden Tag auf so einer Tour in einer neuen Stadt. Und es ist für jemanden, der technisch interessiert ist, aus meiner Sicht die größte Spielwiese, die man als Job haben kann. Ja, Leute, das war das Video zur Teddy-Tour, Teddy-Show 22. Auch diese wunderschöne Tour mit einer super Crew, mit einem fulminanten Künstler, mit vielen Erlebnissen und vor allen Dingen mit ganz vielen Leuten, die ich kennengelernt habe, ist leider jetzt auch zu Ende. Ich starte schon die nächste Tour. Mehr darüber in Kürze. Ich hoffe, euch hat dieser Einblick in den Backstage-Bereich gefallen. Und wenn ihr was loswerden möchtet, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Ich würde mich wahnsinnig freuen, ja? Also, macht's gut, bis zum nächsten Video. Wir sehen uns, hören uns, lesen uns. Wie auch immer.